Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom TBP Tribulus Big Pack. Mit dabei ist die pinke Prinzessin der Streetiger 2. Nee, ich dachte, du wärst die pinke Prinzessin. Stimmt ja, da war ja was. Ja, einen wunderschönen guten Hallo. Ja. Es tut mir leid, ich bin immer noch ein bisschen krank. Ja, wollte ich gerade schon angesprochen haben. Ja. Gut, also wir beiden Hübschen haben ein kleines Projektchen vor. Wir beiden Hübschen, oh Gott. Fängt schon an. Ich glaube, das wird. Entschuldigung. Ja. Aber ich drehe mich wenigstens weg. Ich hoffe, das ist dann leise genug. Ja, es klingt schon so. Ich glaube, im Notfall mache ich da mal gerade ein kleines bisschen leiser. Ja, okay. Hallo. Ja, so soll das klappen. Gut. Okay, und zwar, wir wollten mal eine Wizard-Farm aufbauen. Oder jetzt sagt einen Wizard-Käfig. Richtig, richtig. Und wie der Minecraft-Experte weiß, der hat so... Obsidian hilft bei dem nicht so wirklich viel. Ja, und Netherrack auch nicht. Ja, echt? Ja. Boah, jetzt kommt der nächste Kater. Ich sollte aufhören zu lachen. Kommt ja nicht gut. Nee. Welcher nächste Kracher? Ganz einfach. Weißt du, was er auch nicht ab kann? Also was für den auch ein Problem ist? Sand. Sand? Mhm. Aha. Oder Glas. Oh. Ja. Also wir haben jetzt gerade so krasses Wissen raus, also das... Ja, das ist der Hammer, ne? Das erfahrt ihr in keinem Wiki. Nee, absolut nicht. Ey, Mann. Wieso fangen eigentlich meine Aufnahmen immer so bescheuert an? Ich weiß es auch nicht. Liegt wahrscheinlich an den Leuten, die du dabei hast. Oder irgendwie an mir selbst. Nö, das könnte natürlich auch sein, ja. Okay, und zwar gibt es eine kleine Lösung, wie wir das Problem mit dem Wizard machen können. Und zwar gibt es Reinforced Obsidian. So, hier haben wir so einen wundervollen Block und da steht schon dran, Wizard-Proof. Also der Wizard hat da keine Chance gegen. Und jetzt kommt das Lustige, das Rezept. Wir brauchen ein Obsidian, Dark Steel und Dark Iron Bars, die aus 6 Dark Steel gemacht werden. Boah, das klingt gut. Das klingt gut, ja. Also ich meine, das Obsidian an sich ist ja nicht so teuer. Also das haben wir ja. Bloß. Ja. Oh, Entschuldige, das Handy ist noch an. Super. Mach weiter, nur meine Aufnahme kaputt. Ja. Ich nehme es mal. Oh, da hatte ich gerade einen kurzen Leck. Ich mal 2-6 Obsidian raus. Ich nehme mal. Achso. Hä? Ja? Ach nee. Nee. Passt schon. Gott, der schon wieder. Ja, du hast mir eine Nachricht geschrieben, die ich jetzt eben erst gelesen habe. So. Ja. Ja, super. Mhm. Einmal mit Profis. Entschuldige, ich guck nicht immer aufs Handy. Tust du nicht? Nee, schon gar nicht bei jedem. Aha, danke schön. Mhm. Ja, bitte. Mhm. Es sei dir froh, du bist nicht jeder. Ja. Okay, ich habe jetzt mal auf den Ressourcenstand geschaut vom Darksteel. Ich habe genau einen Barren. Oh, das ist gut. Ja, damit komme ich weit. Warte mal, ich gucke mal, was wir da haben. Ach komm, das Rezept hier kann ich auch mal wegmachen. Oh, genauso viel. Perfekt. Ja. Läuft ja. Ja, ich mache jetzt mal was. Alter, das dauert ja extrem lange. Kurze Frage, wann kommt denn deine Folge raus? Ich glaube, die dürfte jetzt schon übermorgen kommen. Das heißt übermorgen Freitag, gell? Ja. Okay, gut. Nichts vorbei wegen Spoilern, oder? Ja, genau. Gut. Ich muss... Ja, mach weiter. Mir ist bloß wieder was eingefallen. Ich habe eben noch ein Video hochgeladen und das kam leider zu spät, weil ich es verpennt habe. Ah, okay. Ja. Also hier merkt das Live-Information, Streetiger verpennt die Aufnahmen? Nee, das nicht, aber die das Hochladen. Okay. Was wollte ich eigentlich mal aus den Brewers Obsidian machen? Heute kommt eine, dann übermorgen, ja. Ja doch, nee, kannst. Ja, fast. Ja, komm, dann lass ich das heute mal sein und. Also jetzt sein und gehen in der nächsten Aufnahme, dann sollte es ja kein Problem mehr sein. Ja, wobei, das ist eigentlich wurscht. Wenn die Zuschauer werden es ja... Och, komm. Nein, es geht, okay. Es geht ums Prinzip. Ums Prinzip auch noch, oh je.
Ja, also jetzt erwartet euch wirklich Ja. eine verdammt spannende Aufnahme. Wir können wirklich warten, bis das ganze Zeug hier durchgerattert ist. Wie viel brauchst du denn? Dann mache ich nämlich parallel auch noch was. Das ist es. Also, ich weiß, ich habe es nicht ausgerechnet. Weißt du was, das mache ich jetzt mal gerade live in der Aufnahme. Ich habe hier daneben einen Taschenrechner. Neues habe ich da, ja. Okay, der Boden ist 5x5. Das mal 2 sind schon mal. Alter, wir brauchen alleine für Decke und Boden 50 Blöcke. Uiuiui. Und dann noch. Du bist ja wieder vorbereitet hier. So, Dark Steel, wie wird denn das überhaupt hergestellt? Dark Steel. Dark Steel. Pulverisiertes Kohle brauche ich noch. Pulverisiertes Kohle. Aha. Dein Deutsch, Very Merkel? Ja. Was, Merkel? Ja, Very Merkel. Nee, 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 nee. Wenn dann Yoda. Nix Merkel. Okay. Gottes Okay. Willen. Ich, Gottes Willen. wenn ich mich nicht verrechnet habe, brauchen wir 80 Blöcke. 80 Blöcke. Ja. Uiuiui. So lustig. Uiuiuiui. So. Also, den ersten Block habe ich jetzt schon mal quasi fertig. Das ist schon mal gut. Ja. Brauchen wir. Warte mal, wir brauchen Reinforced Obsidian, gell? Genau. Reinforced OBS. Ah, guck mal da. Okay. Kommt immer nur ein Block raus. Boah, ja, das dauert ein bisschen. Ich habe jetzt hier leider auch nur so ein Double Layer Cap ist hier da drin. Ja, ich bin hier auch. Ich bin gerade am Schauen, wie viel so ein Okta-Dick noch. Oh Mann, oh Mann. Nee, wenn nicht, dann hätte ich noch eine Alternative für uns. Geh erstmal pennen. Wieder dunkel. Warten. Entschuldigung. Passt schon. Und zwar könntest du mir dann quasi assistieren für ein Wohnhaus halt. Ja, ich glaube, das ist besser, weil das dauert ein bisschen sehr lange. Ja. Das dauert ein bisschen arg sehr lange. Das habe ich jetzt echt nicht erwartet. Also ich wusste, dass wir einiges brauchen, aber dass das so krass viel ist, hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Ja, das fülle ich mal ganz schnell nach und dann gibt es doch noch einen kleinen Änderungsplan und wir assistieren dem lieben Street Dugger. Digga, ja, nicht Dugger. Tucker. Bitte. Nee, nix Dugger. Ach, Alter. So, warte mal, wenn ich das da hin mache, dann. Ja, da. Da muss der hin. So, und dann. Den da rein. Und. So. Alter Schwede. Nicht finde. Fuck, ist das groß. Warte mal. Wenn ich komme schon mal zu dir rüber, aber ich habe noch was vergessen. Ich muss den Beacon versetzen. Oh nein. Ich meine, wenn ich schon hier bei dir aufkreuze, dann ja auch richtig. Ja, klar, in Pink hoffentlich. Nein. Warum nicht? Also jetzt mal im Ernst, als würde ich Pink anziehen. Ja, du nie. Du weißt. Nie im Leben. Gut, wo bist denn du? Ja, ich bin gerade in dem Biegenloch. Muss nämlich den Biegen versetzen. Das klingt irgendwie falsch. Was denn? Nee, passt schon. Aha. Dö, 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 dö. Gleich fertig. Ah, guck mal hier, da ist ja noch einer. Alter, du siehst so hammergeil aus. Sprecht's ruhig So. aus. Mit BC Builders hast du schon gearbeitet? Mit was? Mit BC Builders? Also hier so Bilder und Architektentable und so. Nö. Ne? Okay, gut, dann gebe ich dir mal das da. Das ist ein sogenanntes Blueprint. Ja, Es liegt ich. vor dir. Ja. 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 So. Dieses Blueprint hat jetzt einen Namen, ne? Ja.
Bonus aber was steht drin? Personen bei Street Digger 2 BC Builders Blueprint 4389. Genau, komm mal mit. Jo. Dieses Wohnhaus habe ich in einer Creative Welt gebaut und habe mir daraus ein Blueprint erstellt. Und das Blueprint hast du hier in der elektronischen Bibliothek. Da sind jetzt 4 Räume drin. Portalraum, Schmiede, Windmill und Wohnhaus 4 Personen. Ja, ich drück's mal so aus, ich schätze mal, dass das dann Player orientiert, weil bei mir ist das Ding leer. Echt jetzt? Ja. Da ist ja nichts. Ach stimmt, ja, klar, ich Vollhorst. Das ist auf der lokalen Festplatte. Entschuldigung. Auf jeden Fall, wenn du irgendwie Blueprints oder sowas erstellst, dann hast du die hier in der elektronischen Bibliothek. Um sowas herzustellen, brauchst du so einen Architektentisch, der ist hier in der Kiste drin. Dann siehst du, nebendrin ist nochmal so ein Blueprint von der Windmühle. Der muss dann abgesteckt werden, wie bei einer Quarry, eben außen mit Landmarks. Und dann machst du dir eben so ein leeres Blueprint, steckst es in den Architekten-Table, der macht davon quasi eine Konstruktion. Und damit hast du eine Art Schematik. Okay. So, jetzt kommst du nochmal mit. Bin on the way. On the way. On the way, way, way. Oh Gott. Naja, egal. So, warte mal, ich muss es gerade mal gucken. Hier, du bist... High, okay. Warte, also Redstone High, ja. Nicht, dass wir uns da missverstehen. So. Du klickst jetzt einmal auf den Bildern, dann hast du in der Mitte so einen Slot. Jo. Da legst du das Blueprint rein. Oh. Wow. Ja. So, dann hast du hier rechte Seite die gebrauchten Materialien. Jo. Und wenn du jetzt mal rausgehst aus dem Menü, wenn du ein Stück zurückgehst. Oh, ich seh. So groß wird das Gebäude. Also muss ich mal gucken. Passt es da hinten? Alter, ich glaube nicht. Das geht in den Weg rein. Verdammt nochmal. Muss ich den Weg versetzen. So ein Cheat. Ich habe gedacht, ich habe das nicht besonders viel größer gemacht. Okay, das hier, ja, gut, das passt noch. Hier war der Beacon. Ja, okay, gut. Ansonsten versetzen wir das noch eins vor. Obwohl, nee, Quatsch, nee, können wir gar nicht. Naja, okay. Gut! Wieso? Was? Wenn hier die Landmark ist, dann kann die doch hier hinterm Wasser da, oder? Ja, nee. Achso, doch. Doch, stimmt. Haha, hast recht. Mhm. Okay, gut, dann einmal zurück. Weiß dann gehe ich mal ganz schnell zurück, leere mal da wieder was aus und zieh mir die richtige Rüstung an. Okay. Nicht, dass du die brauchen würdest, aber ja, mach ruhig. Ja, generell, ich habe die andere Rüstung gerade im Inventar, deswegen ein bisschen mehr Platz und so weiter. Also, okay. Ja, dann. So, den dahin, dann das da wieder rein. So, passt das? Ja, das passt. Schade, dass es da hinten nicht passt. Ah, das ärgert mich ein bisschen. Naja. So, das Problem, das wird sich jetzt gleich noch zeigen, was es da noch gibt. Habe ich in einer meiner Aufnahmen schon erklärt. Das klingt schon lustig. Ja, so ein bisschen. Es ist noch ein bisschen Arbeit. Also ich schätze mal, wir dürfen das ganze Material vorbereiten, ne? Ja, das sowieso. Nee, aber ich hab schon einiges an Holz gefarmt. Nee, es geht um was anderes. Geht um was anderes. Ich kann ja schon mal ein bisschen Holz holen. Erstmal die Loks, weil um die dreht sich jetzt gleich. Im wahrsten Sinne, haha. 1, 2, 3, 4, 128. Ja, komm, nehmen wir mal 6 Stacks. Was war denn das für eine Rechnung? 1, 2, 3, 4, 128. Ja, acht nicht drauf. Mhm. Und du bist noch, high. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, wie weit bist du? Bin unterwegs. Ah, sehr gut. Ja, dann muss ich erst nicht mal weg. So, also wie gesagt, mit dem Bilder und mit dem Architekten-Tisch, dann kann man wunderbar Gebäude von einer Dimension in die andere wechseln. Auch jetzt von hier in die Oberwelt, in den Nether oder sonst irgendwo hin. Oder wenn du hier Mystcraft drauf hättest, könntest du auch darüber.
So, ich habe jetzt hier Dark Oak Woods reingepackt. Mach jetzt die. Warte, ja? Pack mal die Energy Cell weg, schau mal meine ran. Warum? Lass doch! Ich habe eine Resonant, geht ja schneller. Achso, ja, okay. So, müsste, oder? Nee. Ja, ist falsch konfiguriert, gell? Alter. Habe ich jetzt wirklich den einen erwischt, wo nicht ist? Nee. Ach, warte mal, komm, lass mich mal. Guck du mal. Lass mich doch. Ja, ich. Ja, okay, so. Du siehst im Moment noch gar nichts. Wenn ich jetzt hier die Redstone Energy Cell wieder auf Ignored stelle, dann sollte er machen. Warum nicht? Nee. Braucht er ein Kabel? Nee, der braucht kein Kabel. Rot ist normalerweise Output, ne? Ja. Hm. Ah, jetzt. Warum willst du? Ah, ja. Ja, jetzt. Jetzt fängt er. Wow. Der ist schon wieder leer. Warte mal, wie steht denn die blöde Zelle denn? Falsch. Ah, ne. Ach. Ist doch doof. Gib mal her, das Ding hier. Einmal mit Profis hier, ne? Mhm. Ah, geh mal weg. Ja, ja. Ich lasse den Profi so machen. Nee, der kriegt immer noch nichts. Nee. Aber wo ist denn jetzt? Ja, einmal mit Profis, ne? Mhm. Gib mal meine Zelle wieder, da weiß ich wenigstens, dass ich richtig konfiguriert habe. Ja, okay. warte mal. Probieren wir es so nochmal. Nein. Ach, einmal mit Profis, ne? Ja, sei doch ruhig jetzt, Mensch. Hetz mich nicht. Ja, ich hätte es doch nicht, ich will jetzt nochmal voran. So, zack. Gut. Und? Nö. Immer noch nicht. Warum? Jetzt? Hä? Warte, stell mal einen Block daneben, wir testen das mal mit dem Kabel. Ich hab grad. Hi. Ah, jetzt. So, wunderbar. Hm? Jetzt wird's auch nachts. Ja, super. Okay, also der baut jetzt erstmal alle Blöcke weg, die im Weg sind, ne? Da hinten, die Bäume zum Beispiel. Hm? Du hast gerade irgendwie Packet lost. Immer noch? Jetzt nicht mehr. Okay. Also wie gesagt, der baut jetzt erstmal alle Blöcke weg, die stören. Da hinten die Bäume, die sind jetzt weg. Und teilweise auch das Laub. So, jetzt macht er erstmal den Boden. So, und jetzt fängt er an mit den Loks. Ja, und bei den Loks ist es so, Norden, Süden, Osten, Westen, Ausrichtung, kennst du, ne? Ja. Ja. Hast du hier das gleiche Problem. Ja, das sieht man schon da hinten. Du kannst auch hier reinlaufen, das passiert nichts. Okay. Hier zum Beispiel. Ja? Hm. Die müssten normalerweise anders gedreht sein. So. Zum Glück kann man die mit einer Wrench drehen. Aber deswegen gibt es jetzt auch erstmal die Loks. Und dann den Rest, damit man halt noch die Loks drehen kann. Hm. Wenn ich das Gebäude jetzt quasi in dieser Richtung aufgebaut hätte, also parallel zum Bienenhaus, dann wären die Loks richtig. Das ist einfach nur die Ausrichtung. Ich habe das in Norden-Süden ausgebaut und habe das jetzt aber in Osten-Westen ausgerichtet. Ich habe da vorher nicht drauf geachtet, also wenn man da vorher drauf achtet, dann passiert sowas nicht. Und ich gehe mal schnell pennen. Macht das. Deswegen, ja. Und deswegen gibt es da eben jetzt das Problem mit den Loks. Aber das ist auch nur ein kleineres Übel. Ja, es heißt, ja gut, hast du am Anfang halt ein bisschen mehr zu tun. Aber im Prinzip sparst du dir da das Ganze aufbauen. Okay. Das Holz ist gleich schon fertig. Ja, sollte. Jo. Wollen wir dann jetzt gleich schon mit dem nächsten weitermachen? Ja, kannst du gern machen. Alter, 1000 Dark Oakwood Slabs. Ja. Du bist doch so fertig. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, die Fackeln kann ich schon mal machen. Die habe ich gerade quasi parat. Was für Fackeln sind das? Das sind die. Moment. Bisselte, ne? Ja, ja. So, ich drehe jetzt hier gerade noch die Loks.
Fackeln werden jetzt wahrscheinlich noch nicht gebaut. Ja, ja. Oder die sind genommen. Schon mal drin. 31 Stück. Ja, okay. Lanterns könnten wir auch schon mal machen. Was kosten die? Ja, die kosten ein bisschen Glowstone. Ja, geht aber. Was wird denn noch gebraucht? 1000 Slabs, ich glaube, noch nicht klar. Ja, deswegen habe ich vorhin auch ein bisschen viel Holz gefarmt. Block of Quartz. Ja. Verrate jetzt nicht, für was das ist. Und du wirst jetzt bitte auch nichts irgendwie erraten oder so. Das ist die ganze die ganze Überraschung. Futsch. Ich glaube, ich kann es mir schon denken, aber ich halte mir die Klappe. Okay, danke. Wie viele waren das? Was? Quarzböcke. Boah. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht. Habe ich nicht im Kopf. Und wieder zurücklatschen. Hey, warte, ich bin gleich da. Ja, ich muss gerade noch einen Stamm drehen. Da hinten sind auch noch zwei. Da ist ein... Oh, ja, komm nochmal. Ich bin hier noch ein bisschen beschäftigt. Macht das. Ah, oh, yeah. Was so eine Bronchitis ist wirklich nicht lustig, sag ich dir. Das kenne ich. So. Mal gucken. Ja, sollte jetzt klappen. Gut, Quarzblöcke, wie viel brauchen wir denn? Wir brauchen 72 Quarzblöcke und 64 Quarz Slab. Okay. Warte mal, das Holz kann ich ja schon mal wieder rausnehmen. Da muss aber noch Quarz verarbeitet werden, weil ich hab manchmal das ganze Quarz von euch aus der Barrel da genommen und hab 30. Okay. So. Ja. Ich schaut mal in die Richmond. Los jetzt. Jo. Wie viele Slabs brauchen wir? Genug, ne? 1000 irgendwie so? Dark Oakwood ist 1000. Wow. Sonst habe ich ein kleines Problem. Inventar ja, komm. Nicht groß genug, oder was? Bitte? Inventar nicht groß genug, oder was? Richtig, ja. Ah, Cobblestone brauchen wir auch noch genug. So. Ich wollte es eigentlich noch alles vorbereitet haben, aber das war jetzt, ja gut, das war jetzt ein bisschen spontan. Ja. Also wirklich, nachdem wir angefangen hatten, da mit der Blueprint, als ich das ausgegangen bin, habe ich 6 Obsidian rausbekommen. Wow. Ich hätte echt gewartet, dass das schneller geht. So, dann mache ich mal die Slabs rein, wenigstens ein paar. Hast du die Türen schon gemacht? Nee. Ja, die Türen kann man noch zum Schluss machen. Ja, die braucht man jetzt nicht. Du kannst mal Cobblestone Bricks herstellen. Das ist gechiselter. 140 Stück. Mach ich sofort. So, machen wir mal die rein. Na komm, die können wir auch mal reinpacken. Welcher Cobblestone war das? Aligned Cobblestone, das ist glaube ich der zweite. Wie viele? 140. Oh, und er macht hier munter weiter. Ich werde ihn jetzt aber auch erstmal stoppen. So. Ja, und ich werde an dieser Stelle schon mal die Aufnahme unterbrechen, weil wir haben schon 23 Minuten. Wow. Das ging jetzt doch echt aber tatsächlich schnell. Ja. Ja, okay, bis zu deiner nächsten Folge wird das Haus dann so gut wie fertig sein. Also wenn wir auf jeden Fall die Materialien haben. Boah, gut. Ja. Gut. Schmeiß mal schon mal die Kobel rein. Nicht wundern, es tut sich jetzt im Moment gar nichts. Ah, du hast einen Auszug. Okay. Ja, ich will erstmal alles vorbereiten. Ja, gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Ciao.